Liebe Think Natalia Community, heute habe ich wieder einen super spannenden Gast dabei. Als ich am Anfang, das war Ende letzten Jahres, ein Gespräch mit ihm hatte, dachte ich, du machst was? Oh Gott, wie großartig ist das denn? Ich wollte immer eine Person in meinem Netzwerk haben, die die Musik, die Vibration, die Sound, die das im Einklang mit dem richtigen Ambiente versteht und Kunst oder Magie auf die nächste Ebene bringt. Aber bevor wir zu sehr ins Detail gehen, der Thomas kann das wesentlich besser erklären. Thomas, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Ja, hallo liebe Natalia, vielen Dank für diese herzliche Anmoderation. Das ist ja echt Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Sehr, sehr gern. Und ich meine das auch wirklich so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das besser wiedergeben kannst, weil es deine Passion und deine Mission ist. Also was genau bietet ihr eigentlich an? Was bieten wir an? Also wir sind ein Fachplanungsbüro für Veranstaltungstechnik und konzentrieren uns da sehr auf das Thema Raumakustik, Beschallung, Tonmedientechnik. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Veranstaltungssaal, das Theater einfach bestmöglich klingt, so dass der Zuhörer einfach ein sehr, sehr gutes Erlebnis vor Ort hat. Ja? Dass er die Sprache versteht, der Künstler auf der Bühne, dass er die Musik toll findet, weil er sich gut eingepackt fühlt, weil er alles sehr gut verstehen kann. Und das ist so unsere Mission und das versuchen wir mit einem sehr hohen Gehalt an Nachhaltigkeit natürlich zu tun. Sind das nur Theater oder sind das auch Opern? Was sind die Gebäude, die besonders spannend für euch sind oder die ihr abdeckt? Gute Frage. Es sind natürlich viele verschiedene Gebäude. Zum einen sind es die klassischen Theaterhäuser von ja, städtische Theater, die man so kennt, Staatstheater, bis zum Opernhaus, bis zum Mehrspartenhaus, wo von Ballett bis Operette bis Oper alles gespielt wird. Aber auch, ich sage es mal, Veranstaltungsstätten, wo ein Konzert, ein Popkonzert stattfindet. Auch das muss ordentlich klingen, sodass der Zuhörer einfach gepackt ist von der Show da vorne. Ja. Und solche Stätten betreuen wir. Es gibt noch so einen anderen Bereich, den wir betreuen, der auch sehr wichtig ist, gerade wenn es um das Thema Verständlichkeit geht. Schulen, Hörsäle. Ja, auch da muss natürlich die Konzentration so hoch sein oder die Möglichkeit, das Verstehen so hoch sein, dass sich die Leute dort wohlfühlen und es nicht anstrengend wird nach einer Stunde oder so. Also diese Themen sind für uns sehr wichtig. Okay, und wo sitzt ihr und wen deckt ihr ab vom Klientel? Also ist das mehr der deutschsprachige Raum, ist das europaweit, ist das weltweit? Wir sitzen in der Nähe von München, im Norden von München, sind hier sehr zentral angebunden, können gut reisen und bewegen uns jetzt hauptsächlich die letzte Zeit so im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Deutschland, Österreich. Haben natürlich auch Interesse, Projekte im Ausland zu bedienen. Das können wir auch, haben wir schon mehrfach gemacht, aber aktuell ist unser Kernfokus wirklich der deutschsprachige Raum. Okay, lass uns nochmal zurückspulen, oh, so in etwa, ich glaube, 6 oder 7 Monate, Pi mal Daumen. Warum hast du dich oder warum habt ihr euch bei uns gemeldet? Was war so die ursprüngliche Herausforderung oder das Ziel, was ihr erreichen wolltet? Also wir haben schon gemerkt, viele sind im Social-Media-Bereich tätig. Ja? Die posten irgendwas, das sieht manchmal komisch aus, du weißt nicht so richtig, was kommt darüber. Wir haben auch probiert und haben einfach gemerkt, okay, wir sind sehr gute Techniker, wir können das, was wir gelernt haben, von der Pike auf, aber wir haben keine Erfahrung im Bereich Social-Media. Wie gehen wir daran als kleines Unternehmen? Wir haben natürlich hier auch nicht einen Stab an Leuten, der uns hier weiterhilft, sondern wir wollen das in Eigenregie machen. Und da haben wir einfach geguckt, wer kann uns hier bestmöglich helfen. Und so sind wir natürlich auf dich aufmerksam geworden oder ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ein ehemaliger Kollege hat mir auch mal ein Buch von dir geschickt, hat gesagt, hey, lies dir das mal durch. Das könnte für dich interessant sein. Und so habe ich die Verbindung zu dir herstellen können. Habe natürlich erst mal eine Zeit lang geguckt, was machst du so auf Social Media? Wie sehen deine Posts aus? Wie positionierst du dich? Genau. Das hat mich dann angesprochen. Ich habe mir gedacht, hey, das wäre eine gute Möglichkeit, wenn da eine Zusammenarbeit entsteht. Schön, danke dafür. Und weil du ein vielbeschäftigter Mann bzw. Geschäftsführer, Unternehmer bist,
und delegieren kannst, hast du jemanden aus deinem Team in unser LinkedIn-Gruppencoaching geschickt, was super geklappt hat, zumindest von Genau. meiner Seite aus. Wäre doch spannend, dann deine Perspektive darauf zu hören. Was ist der erste Meilenstein, den du oder den ihr erreicht habt? Also das erste Mal, als ihr dachtet, das ist ein Mini-Moment des Erfolgs auf LinkedIn. Der war sehr schnell zu sehen bereits. Ich glaube, der zweite oder dritte Post während des Coachings hat man schon deutlich gemerkt, die Sichtbarkeit wird höher. Die Posts haben sich auch anders angefühlt. Vorher war das irgendwie so zwei Sätze, ein Bild, irgendwelche Hashtags, aber es ist nicht fassbar. Und dann entwickelt sich da eine Geschichte. Ja, du sprichst über ein bestimmtes Thema, das dich gerade bewegt. Du hast ein Bild, was aussagekräftig ist. Ja. Das war dann schon so ein Aha-Moment, wo du siehst, ah, okay, da passiert was, ja. Und das hat sich natürlich ständig weiterentwickelt. Wunderschön. Und das Tolle ist ja, du und dein Team, das muss ich oder das darf ich und wollte ich auch von meinem Team nochmal an euch weitergeben. Ihr seid ja sowas von fotogen. Also die Kamera liebt euch ja, ne? Also wie so, oh, guckt ihr die mal an, wie die vor der Kamera aussehen. Oh. Also mehrere Leute aus meinem Team meinten, dass ich so, ja, jetzt wo du sagst, ja, du hast absolut recht. Das leite ich definitiv mal weiter. Also von da aus. Super, dass ihr nach vorne getreten seid. Und vor allem das Schöne finde ich ja auch, das war so eine Postreihe um die Weihnachtstage herum. Da habt ihr euch mal auch nicht so ernst genommen oder so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und das Genau, fand ich genau. so authentisch und so, endlich mal frische Luft in den Laden, weil auf Dubai, auf LinkedIn ist es ja häufig so, dass ganz viele Leute meinen, ganz streng und professionell zu sein, was auch immer das heißt. Also, wie hat eure Community darauf reagiert, dass sie jetzt mehr eure Gesichter gesehen haben oder auch mal vielleicht einen mehr, einen verspielteren oder spielerischen Ansatz eurer Brand? Also was ist so das Feedback oder die Resonanz dort? Also viele Feedbacks waren, hey, ist witzig gemacht, einfach mal erfrischend anders als so dieser Standardpost mit irgendwie einem Bild aus einem Stockfoto. Genau. Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, die Idee kam von Isabel, also von meiner Kollegin, Mitarbeiterin, die hat gesagt, hey, ich bereite hier mal was vor, ihr macht mit. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, wenn sie das macht, ich lasse sie mal machen, wir testen einfach mal. Ja? Und diese Freiheit nehmen wir uns tatsächlich raus. Schön, Das möchte ich schön. auch. Ja, es ist auch so extrem wichtig, weil ich meine, soziale Medien in meiner, wie soll ich das sagen, in meinem Verständnis des Konzepts ist ein oder primär ein Spiegel um Aufmerksamkeit. So, das heißt, wir dürfen irgendwie aus der Masse herausstechen. Das heißt, wir dürfen mit irgendwie was anderem um die Ecke kommen, um sicherzustellen, dass die Leute auf unseren Inhalten bleiben. Und wichtig ist mir auch, dass die Leute nicht nur uns auf Social Media sehen und natürlich wäre es total toll, wenn sie auch liken und kommentieren. Aber was ich immer wieder höre, ist, dass wenn ich mich mit Leuten im echten Leben, was auch immer das heißt, treffe und dann sagen sie, wow, ich sehe deinen Content regelmäßig oder oh, dieser Post war spannend. Habt ihr auch so etwas erfahren, dass Leute, die ihr bei Zoom-Calls oder E-Meetings oder bei One-on-One treffen, dass sie euch angesprochen haben auf eure LinkedIn-Inhalte? Definitiv, ja. Schön. Das ist was, was wir sehr stark merken, dass wir eigentlich, ich sage, im Direktkontakt kriegen wir sehr viel Feedback zu dem, was wir online machen. Da hören wir von vielen, Wahnsinn, was ihr da im Social Media Bereich jetzt tut. Wer macht es denn alles für euch? Wenn ich dann immer sage, das machen wir selbst oder das macht eigentlich hauptsächlich Isabel, dann echt wirklich, das ist fast so ein bisschen erstaunt, dass man das selbst erzeugen kann, ja. Absolut. Und wenn ihr euch die Reichweite eurer Inhalte anguckt, bevor wir zusammengearbeitet haben, die Anzahl an Ansichten und jetzt, also habt ihr da eine konkrete Zahl für? Ist das irgendwie zweimal mehr, dreimal mehr, fünfmal mehr, zehnmal mehr? Habt ihr da so ein Pi mal Daumen? Habt ihr mal geguckt? Also im Schnitt ist es schon gut messbar und man kann sagen, irgendwas zwischen 8 und Verzehnfachung. Tatsächlich kann man schon, Damn! ja, schon Nice! behaupten. Ja, und das ist erst der Anfang. Also, wenn wir dann noch regelmäßig Videos von euch sehen, Genau. so, da wird das noch auch, also noch mehr nach oben steigen. Schön. Okay. Ich
frage in der Regel auch etwas zum Thema Tribe, aber das wäre wahrscheinlich eine spannendere Frage für Isabel, wie sie sich unterstützt hat von der Gemeinschaft, beziehungsweise als sie in den Calls saß und mit den anderen interagiert hat. Hat sie da irgendetwas erwähnt, was du? Definitiv. Also es Ja? war immer so, dass sie hinterher anrief und sagt, wow, das war wieder ein tolles Erlebnis, weil die Community so gut ist, weil du gutes Feedback bekommst, auch die Teilnehmer sehr, sehr gute Fragen stellen, von denen du Schön. ja auch partizipierst. Also es ist nicht nur, du musst ständig aktiv fragen, sondern allein was von diesem Tribe kommt, ist ein sehr, sehr guter Input. Und da war sie immer sehr begeistert nach diesen Das Meetings. freut mich. Ja, das finde ich super. Okay. Und hast du dir oder habt ihr euch auch dein Netzwerk angeguckt vorher und jetzt? Hat es sich verändert? Wenn ja, wie? Hast du mehr Kontakte? Sind die Kontakte relevant bzw. besonders spannend für deine Nische? Wie hat sich das entwickelt? Auch sehr spannend gewesen. Am Anfang habe ich so ein bisschen Leute, ich sage jetzt mal, eingesammelt über Vernetzen, Klicken und so weiter. Ja. War jetzt kein Plan oder so ein Ziel dahinter. Dann, klar, mit dieser Community schon mal aus diesem Tribe hat sich das so, ich würde mal sagen, ist das so ein bisschen explodiert, um ehrlich zu sein. Und jetzt geht es natürlich auch in die andere Richtung, so dass Leute uns einfach, ich sage jetzt mal, uns folgen oder auf Connecten klicken, dass man sich mal schreibt, hey, was machst du genau? Lass uns mal hier ein Telefonat machen oder kurz kennenlernen über Online-Meeting. Gestern erst wieder so ein Termin gewesen, wo man auf einmal merkt, okay, eigentlich, wir haben ja mehrere Schnittstellen, haben uns nur noch nicht getroffen. Okay, in 2 Wochen sehen wir uns live, weil es gibt echt Dinge zu besprechen, die wir jetzt angehen sollen zusammen. Schön, schön. Das Und heißt auch ganz konkrete Treffen bzw. genau. potenzielle Kollaborationen sind auch daraus entstanden. Also von LinkedIn in die 3D-Realität. Genau. Das Und freut es ist mich. mir natürlich so ein Anliegen, nicht einfach nur Leute, Kontakte zu sammeln, sondern wirklich mit den Leuten dann auch in Interaktion zu gehen. Ja. Um festzustellen, können wir füreinander was tun? Ja. Ja, Passen wir klar. zusammen? Und nicht, ich möchte nicht Leute nerven oder so, ja, und ständig irgendwie fragen, was brauchst du was? Ich kann das und das. Das ist nicht unser Ansinnen, sondern wirkliches Vernetzen. Kann ich für dich was tun? Brauchst du meine Hilfe? Lass uns einfach mal quatschen. Wenn was entsteht, super. Wenn nicht, auch kein Thema. Wir bleiben weiter in Kontakt und Genau. gucken einfach, was passiert. Und das ist sehr Niemand gut. weint sich in den Schlaf. Genau. Genau. Und es ist nicht dieses Kauf mein Kram, Nee. sondern es ist wirklich ein authentisches Kommunizieren, ein ehrliches und aufrichtiges Aufeinanderzugehen, ein tiefes, authentisches Interesse. Und entweder klappt es oder auch nicht. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es vielleicht in der Zukunft. Und wenn es auch nicht klappt, dann ist es auch okay. Dann hast du einen spannenden Menschen kennengelernt. So ist es. Ja, wunderschön. Okay. Was noch? Wenn du dir diese gesamte Transformation, die gesamte Veränderung anschaust, ne, vor 5, 6 Monaten und jetzt in Bezug auf deine Marke, eure Marke, die Wahrnehmung, die Social-Media-Inhalte, worauf seid ihr da besonders stolz? Also was ist so die größte Veränderung, wenn du dich auf einen Aspekt konzentrieren müsstest? Ich würde sagen, im Team hat auch eine Veränderung stattgefunden. Dieses Bewusstsein, was wir nach außen tragen. Also man Schön. überlegt ja nochmal ganz genau über sich selber, wer sind wir als Unternehmen, ja? Ja. Welche Botschaft haben wir? Wie tragen wir die nach außen? In welcher Form? Ja? Und das hat sich bei uns dann schon nochmal stark verändert in dieser Zeit. Okay. Es ist klarer geworden. Inwiefern? Ah, ich wollte sagen, kannst du dir Unterschied, also ist klarer geworden, seid ihr euch klarer über eure Werte, und oder habt ihr auch festgestellt, na, das passt nicht mehr, aber was wäre denn ein neuer Wert? Vielleicht ergänzen wir das darum. Kannst du da ein bisschen tiefer reingehen? Ja, gerne. Also man hat so eine Vision. Ich habe ja zur Gründung meines Unternehmens für mich eine Vision und eine Mission entwickelt. Also was möchten wir? Und dann ist der nächste Schritt, wenn du Mitarbeiter bekommst, wie transportiere ich das zu diesen Mitarbeitern, sodass sie es verstehen und auch leben können? Und dann kam der Schritt mit Social Media, wie transportiere ich diese Mission und Vision in die Social Media Welt, ja? Ja. Sodass es dort auch verständlich wird. Genau. Das waren so Prozesse Ah, und die waren nice. sehr spannend. Okay. Wow. Das hat noch nie jemand so gesagt.
Das merke ich mir. Für eine Verkaufs- oder Argumentationskette, für den Fall, dass ich das irgendwann mal brauche. Das ist der dritte Schritt in deinem Wachstum als Brand. Danke! Das ist ja eine Gerne doch. Steilvorlage. Sehr, sehr schön. Ja, gibt es noch irgendeine Geschichte, Thomas, irgendeine, ich weiß nicht, Anekdote, ein Aspekt, der dir am Herzen liegt, der wichtig ist, den wir noch nicht angesprochen haben? Und wenn nicht, wie gehen die Leute am besten auf dich zu? Eine Anekdote zu der Geschichte in unserer Kooperation würde ich gerne noch anfügen, und zwar Sehr zu gerne. diesem Thema, dass ja eigentlich für mich die Isabel an diesem Training teilgenommen hat. Das heißt, Isabel hat bei uns angefangen im Juli letzten Jahres. Sie kannte mich also so 3,5 Monate, bevor sie in dieses Coaching eingestiegen ist. Ja? Und sie schreibt Beiträge über uns als Unternehmen und über mich. Das heißt, sie musste mich auch noch mal richtig kennenlernen. Das ist eine gewisse Arbeit, aber Absolut. es führt dazu, dass du eine andere Kommunikation hast im Unternehmen, Okay. und es führt dazu, dass dein Mitarbeiter wirklich über dich sprechen kann. Okay. Der Mitarbeiter kann Geschichten über dich erzählen. Er transportiert etwas. Das ist nicht eine leere Verpackung. Der muss keine schöne Box machen, sondern der kann wirklich über mich sprechen. Absolut. Ja, Und weil das sie hat ist ja was. deinen Account gemanagt. Also sie hat sie dann auch wirklich die Inhalte für dich geschrieben oder hast du zum Beispiel ihr eine Sprachnachricht geschickt und sie hat das dann in einen Inhalt verpackt oder hat sie das ganze Ding vorgeschrieben, dir zum Abnicken geschickt, du hast es vielleicht verändert und dann publiziert. Also wie sah diese Kommunikation oder dieser Prozess aus? Ja, sehr spannend war das, weil ich ein bisschen loslassen wollte und auch musste. Ich habe gesagt, okay, mach dir das zu deinem eigenen Bereich. Du hast hier freies Spielfeld. Wir haben dann so ein paar Themengebiete entwickelt und haben die ersten Posts zusammen so ein bisschen versucht zu formulieren. Und dann haben wir gesagt, okay, mach jetzt bitte einfach mal. Ich korrigiere am Anfang auch erstmal gar nichts, sondern poste und wir gucken, was passiert. Und dann sind wir wieder so, okay, jetzt lass uns nochmal reviewen, sodass wir wieder einen Schritt nach vorne gehen. Mir ist es wichtig, nicht diese langen Prozessketten zu denken, sondern mal lassen und dann wieder kurz korrigieren und den nächsten Schritt gehen. Das hat Super. uns, glaube ich, auch sehr gut getan. Absolut. Und Kudos an dich, dass du das Vertrauen und die Stärke hast, da loszulassen und so sehr vertraust und nicht denkst, oh mein Gott, jetzt hat sie ein falsches Wort genutzt und das wird meine gesamte Brand, das gesamte Unternehmen, was ich über die letzten Jahre unter Schweiß und unter Tränen aufgebaut habe, in einem Schnipser, in einem Post mit einem falschen Wort, wird es in den sozialen Medien verbrennen. Also einige Ja. Leute glauben das ja, deswegen delegieren sie nicht. Also ich denke, wir sehen täglich so viele Posts, da, wenn es nicht mal 110% sind, sondern nur 101, ist es auch okay. Sehe ich auch so. Geniale Anekdote. Danke, 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 dass du hier mit uns geteilt hast. Weil nochmal extrem wichtig. Und an alle, die sagen, guck mal, da gibt es den Thomas, der kann das, der hat sich das erlaubt. Thomas ist, soweit ich weiß, auch nur ein Mensch, kein Alien oder etwa irgendwie besonders von dem LinkedIn-Einhorn beschützt oder wie auch immer. Wenn er das kann, kannst du das auch. So, So ist es. genügend gepredigt. Zurück zu dir. Wie treten die Leute am besten mit dir in Kontakt? Ist das über LinkedIn, über eure Webpage? Sollen sie euch anrufen? Was ist dir am liebsten? Natürlich kann mich jeder gerne über LinkedIn kontaktieren. Wir haben dort ein gutes Profil. Ich bin dort auch erreichbar. Meine Handynummer steht auf unserer Webseite. Da kann man mich direkt erreichen. Das geht nicht auf irgendeine Hotline oder so. Das ist wirklich meine persönliche Handynummer. Kontaktadresse haben wir drauf. Ansonsten auch gern per E-Mail unter tr@rauf3.de. Anrufen. Wir kommen gern vorbei, gucken uns die Örtlichkeit an, den Saal, den Raum an, sprechen erstmal komplett unverbindlich und gucken, was wir tatsächlich tun können und ob wir der richtige Partner für das jeweilige Projekt sind. Und Vielleicht, wenn dann das für einige Leute noch nicht klar ist, muss ich als Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern haben oder eine bestimmte Größe an Fläche? Also ich verstehe, was ihr macht, nur wüsste ich jetzt nicht,
Also vielleicht so, seid ihr nicht zu groß für mich oder seid ihr nicht zu komplex für uns? Also was ist vielleicht noch eine Frage, die ein potenzieller Interessent oder Interessentin sich stellen könnte, wenn die sagen, puh, also ihr seid wirklich so die Liga, ich weiß nicht, ob wir schon da oben sind. Also wir sind ein junges und flexibles Unternehmen. Das heißt, wir können vom Steuerbüro oder Ein-Mann-Büro, das akustisch optimiert werden soll, ja, bis zum Theatersaal alles abbilden. Wir haben die nötige Technik, die Kunden, wir sind unterwegs, wir sind mobil. Unser Unternehmen basiert auf Remote Work. Das heißt, wir haben zwar ein Office, aber jeder arbeitet von da, wo er gerade ist. Das heißt, wir sind schnell beim Kunden. Ich weiß jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist für uns kein Projekt. Vielleicht ein Flughafen würde ich jetzt aktuell nicht machen. Kann ich nachvollziehen. Okay, aber sonst jedes Theater, jeder Opernsaal, jedes Konzerthaus, jede Veranstaltungsfläche, jede Schule darf sich gern bei uns melden. Top, supi. Ja, dann, ich überlege. Nee, wir haben meines Erachtens alles angesprochen, was mir wichtig und am Herzen ist. Damit möchte ich dir und euch noch einmal ganz, ganz, ganz herzlich danken. Danke für euer Vertrauen, danke für euer Umsetzen, für eure Neugier, für die Experimentierfreudigkeit, dass ihr euch getraut habt, auch mal Fehler zu machen, weil Dinge einfach neu sind und daraus gewachsen seid. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ihr innerhalb der letzten Wochen und Monate umgesetzt habt, dass das jetzt schon extrem gut ist. Und auch beeindruckend und witzig. Und wenn ihr das über das nächste Jahr aufrechterhaltet, was ihr tun werdet, dann wird es nochmal so richtig knallen. Also halte uns bitte auf dem Laufenden. Jede Erfolgsgeschichte oder jede kleine Ja-Anekdote, schickt sie einfach rüber als Nachricht, als E-Mail, wie auch immer. Das gesamte Team Think Natalia freut sich immer riesig, wenn wir in Kontakt bleiben und natürlich auch, wenn wir weiterhin hören, dass ihr ja die Früchte erntet, nachdem ihr jetzt die ganzen Samen wirklich gesät habt, es regnen lasst, Sonne rauf, scheinen lässt und so weiter und so fort. Also noch einmal danke, 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 danke. Danke auch dir für das tolle, tolle Zusammenarbeiten. Sehr, sehr gern. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal hier oder aber in Deutschland, denn naja, München, da gibt es auch einen internationalen Flughafen, sollten wir auch mal hinbekommen. Genau, da sind wir nicht so weit weg davon. Absolut. Also, Ne? noch einmal alles Gute und wir bleiben in Danke. Kontakt. Dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.